Herzlich willkommen bei Sini macht Auge. Ja, Gil Offerim, der hat ja da einiges mal vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht, wann das genau war, ist schon ein paar Jährchen her schon wieder, ne? Da gab es eine Geschichte, die ist ein bisschen merkwürdig gestartet und ist dann noch merkwürdiger geendet. Es ging dabei darum, dass er behauptet hatte, in einer, also an der Rezeption eines Hotels stand, ich glaube im West Inn irgendwo in Leipzig, dass er aufgrund seiner Religionszugehörigkeit des Judentums irgendwie schlecht behandelt wurde. Daraufhin hatte er ein Video aufgezeichnet, was dann super krass viral ging. Ich glaube, es war sogar kurz mal auch in der Tagesschau eine Meldung wert. Es gab natürlich sofort einen empörten Shitstorm, inklusive Mahnwache und allem, das Hotel. Man wollte es eigentlich direkt niederbrennen. Dann hat sich das ein bisschen beruhigt und es kam natürlich zu einem Gerichtsprozess, weil das Hotel hat gesagt, hey, wir haben gar nichts wrong gemacht, also wir haben nichts falsch gemacht. Haben eigentlich nur gedacht, ey, Gil. Was bist du für ein Arschloch? Was erzählst du hier? Dann ist das Ganze vor Gericht gelandet. Und es kam am Ende raus, und ich glaube, das hat viele dann doch geschockt. Ja, die ganze Story, mehr oder weniger, hat Gil sich ausgedacht. Why? Man weiß es nicht. Also, ich will jetzt nicht alles wieder aufrollen. Gil ist daraufhin erstmal so aus der Öffentlichkeit, verschwunden, mehr oder weniger. Hat sich, glaube ich, auch Hilfe gesucht oder so. Also, weil es wirkte schon. Ich als ausgebildeter Küchenpsychologe habe das ja eigentlich ganz gerne, einfach mal so Ferndiagnosen raushauen. Das wirkte auf mich irgendwie nicht ganz gesund. Wie kann man denn sowas mit solch einer Tragweite erfinden? Da reicht es ja nicht mal einfach zu sagen, ey, das ist aber nicht ganz nett. Das ist ja schon ein bisschen gestört. Ich sag's jetzt einfach mal. Und jetzt gibt es von ihm eine Reaction, er hat ein Video hochgeladen, ein Statement, Reaction, was für ein Schwachsinn, er hat ein Statement rausgehauen bei Instagram und das gucken wir uns gemeinsam an. Ich weiß überhaupt nicht, was er hier sagen wird. Ich bin sehr gespannt, ich werde sehr auf Pause machen, weil ich finde, man muss hier ganz viel wahrscheinlich zwischen den Tönen hören. Zwischen den Worten lesen. Irgendwie sowas, hör mal rein. Guten Tag zusammen und Shalom. Wir sind bis jetzt nur bei der Begrüßung. Ich finde es jetzt schon richtig gut. Und das ist lustig. Warum? Das ist für mich schon wieder 100% Gil. Gil hat immer diese Eigenschaft, alles was er sagt, hat einfach ganz viel Bedeutung. Es ist nicht einfach, Gil zu sein. Ich möchte, dass ihr das versteht. So, also, ich habe den früher auch schon in Talkshows gesehen und dachte immer, warum kommt mir alles, was er sagt, 30-40% too much vor? Wo ist so ein bisschen eine Lockerheit? Was Selbstironisches? Mal zwinkern. Es ist alles gefühlt immer sehr, sehr intensiv. Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Ich bin schon einfach sehr mitgenommen. Ich habe mehrfach versucht, dieses Video hier jetzt aufzunehmen und glaubt mir, es ist nicht so leicht. Ich habe mir deswegen meine Gedanken aufgeschrieben und ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ich würde es euch einfach vorlesen. Ey, ich lache ihn nicht aus, sondern es geht mir darum. Er kann nichts, Gil ist Gil. Gil ist so, wie er ist. Und jeder Mensch, so wie er erstmal ist, ist auch okay. Ne? Also ich bin da sehr, sehr liberal, tolerant. Es gibt Leute, die sind halt locker und es gibt Leute, die haben irgendwie einen Stock im Arsch und es gibt Gil, wo alles einfach. Und ich frage mich gerade bei dem Ding, ich weiß, das hat natürlich viele aufgeregt, aber wäre es nicht einfach dann so ein bisschen lockerer auch wieder reingehen in die Geschichte? Ich finde das krass.
Wie ihr wisst, gab es im letzten Jahr eine große, medial sehr weit ausufernde Debatte, die ich durch mein Verhalten verursacht habe. Dadurch habe ich viele Menschen enttäuscht und verletzt. Ich denke, alle wissen, wovon ich spreche. Ich habe zunächst eine gewisse Zeit für mich gebraucht, aber sowas ist nicht mit einer Entschuldigung oder mit Schweigen erledigt. Das weiß ich jetzt. Jetzt muss ich erstmal kurz wieder nachdenken. Er hat viele Menschen, sagt er, enttäuscht. Ja, also seine Fans. Aber ich glaube, also zu wem, das ist ja immer ganz häufig eine gute Frage, die man sich stellen kann bei Statements generell. Wer ist der Adressat? An wen geht das Ganze? Im Chat gerade, der hatte Fans. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, jeder Mensch hat doch irgendwie, jeder Mensch der Öffentlichkeit hat irgendwie ein paar Fans. Aber grundsätzlich sollte man sich, kann man sich die Frage stellen, an wen ist das gerichtet? Ich habe hier ganz häufig schon festgestellt, dass auch wenn Medien sowas dann analysieren, sie diese Frage gar nicht für sich klären, sondern sofort darüber dahin gehen und sagen, oh, die Entschuldigung war gut, die war nicht gut, das hat mich überzeugt. Nein, du musst dir erstmal die Frage stellen, an wen ist das Ganze gerichtet? Wen soll das überzeugen? Ein Beispiel, wir hatten hier der wie heißt er, Aiwanger mit seinem komischen Flugblatt, was er da irgendwie als Schüler hergestellt hatte und was dann ja angeblich der Bruder gemacht hat, natürlich. Und da haben ganz viele gesagt, ja, aber er hätte sich doch nur entschuldigen müssen und so. Und da habe ich mir immer die Frage gestellt, wer will das? Wer möchte, dass er sich entschuldigt und bei wem? Weil bei seinen eigenen, seiner eigenen Volksschaft muss er sich im Prinzip nicht entschuldigen. Da sagt er, keine Ahnung, da würde man wahrscheinlich sagen, ja, war scheiße und habe ich jetzt dazugelernt und so weiter. Aber selbst die wollen ja dann sogar eher so eine starke Persönlichkeit sehen. Nö, wir entschuldigen uns gar nicht. Das liegt natürlich schon auch daran, dass alle immer ganz stark schon wieder in Freund und Feind denken. Und beim Feind entschuldige ich mich natürlich schon mal gar nicht. Jetzt kann man sagen, also hier, ich hoffe mal, bei Gil ist es so, der hat jetzt nicht ihren Freund und Feind und so, aber wenn er sagt, er hat viele enttäuscht und davon ausgeht, dann spricht er vermutlich an dieser Stelle zu sowieso schon Leuten, die ihn mal gut gefunden haben. Also das scheint ihn ja gerade am meisten zu belasten, dass er wahrscheinlich nach der Aktion, hat das bei vielen wahrscheinlich doch sich gekippt, ne? Kann ich mir übrigens auch ein Lied von singen, also dieses Spiel von Leute, die mich mal gut fanden und mittlerweile hassen, das funktioniert krasserweise voll stark genau dann, wenn man jemanden besonders gut fand, also sogar übertrieben gut fand, sogar vielleicht besser fand, als es irgendwie gerechtfertigt war. Und wenn die Person dann nicht mehr das macht, was man erwartet, dann schwingt diese, dann wechselt das von totaler Begeisterung, von Liebe und so weiter, wechselt das dann rüber in Hass. Ich würde sagen, beides ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das wäre nochmal so das Thema parasoziale Beziehungen. Muss man auch mal gucken, wie viel ist da eigentlich noch gesund. Ich möchte sagen, dass ich mich lange und intensiv mit den Vorwürfen auseinandergesetzt habe. Die Zweifel und Kritiken, die seitdem immer wieder auf mich zugekommen sind, nehme ich sehr ernst. Ich übernehme die Verantwortung für was ich tat, also über das Juristische hinaus und in jeder Hinsicht. Okay. Bin mal gespannt, ob er so ein bisschen noch darauf eingeht, was da irgendwie in seinem Kopf abging, wie man dazu kommt, diesen Vorwurf, dass man antisemitisch nicht nur irgendwie beleidigt wurde, sondern dass man ausgeschlossen wurde aus einem Hotel aufgrund seiner Zugehörigkeit zum Judentum. Das ist also härter, das ist Peak. Wenn du in Deutschland, sag ich mal, willst, dass die Hütte brennt, dann kommst du mit dem Ding um die Ecke. Ich bin mal gespannt, ob er uns irgendwie die Chance gibt, ein Stück weit nachzuempfinden oder zu verstehen. Ich meine, nachvollziehen ist schon eh schwierig, aber irgendwie zu verstehen, was da in dem Moment bei ihm los gewesen ist. Und sei es, wenn er einfach gleich sagt, ich habe komplett, bei mir sind 20 Sicherungen rausgeknallt. Das kann ja passieren. Dinge, die ich bereue und für die ich mich schäme und für die ich auch büße. In den letzten Monaten habe ich mir professionelle Hilfe gesucht und angefangen, an mir zu arbeiten.
25 Kilo leichter und ohne einen Tropfen Alkohol sieht man die Dinge viel klarer. 25 Kilo leichter? Also, ich bin sehr gut darin, Gewichte abzuschätzen. Der wiegt jetzt, also ich weiß gar nicht, der ist nicht so groß, ne? Guck mal gerade, ob man im Internet was findet. Gil Ofarim Größe. Oh, 1,85. Okay, das ist 2 Zentimeter kleiner als ich, also gar nicht mal so klein. Wenn er, so wie er da jetzt sitzt, also der sieht ja jetzt nicht mager aus, so wird der wahrscheinlich seine 80 Kilo wiegen. Hat der 105 gewogen? Okay. Ich weiß ja nicht. Vielleicht wieder ein bisschen drüber vielleicht. Ich habe ja gesagt, Gil immer so 30-40% drüber. Vielleicht hat er 15 Kilo abgenommen. Ich glaube, es ist für die Geschichte auch nicht so wichtig. Man schaut sich selber genauer an, auch wenn einem nicht immer gefällt, was man sieht. Im Chat, die Kette war sehr, sehr schwer. Entschuldigung, unangebracht. Aber so ist nun mal die Realität. Es ist ein langer Weg, Vertrauen und Respekt wieder aufzubauen. Ob mir das gelingt, weiß ich nicht. Aber ich möchte den Versuch unternehmen, euch und mein Leben wieder zurückzugewinnen. Nein, ich will nicht einen Neustart, denn ein Neustart würde ein Zurücksetzen, eine Annullierung dessen, was geschehen ist, bedeuten, was weder möglich noch von mir gewollt ist. Aber ich möchte den Versuch unternehmen, euch und mein Leben wieder zurückzugewinnen. Jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Das will ich versuchen. An diesem Punkt ist es spätestens auch Zeit für ein Danke an meine Fans, die zu mir gehalten haben. Nicht zuletzt an meine Familie, meine Freunde und danke an das Street Team. Also grundsätzlich sage ich mal, ich bin auch absolut Team zweite Chance. Das sehe ich, da bin ich ganz klar positioniert. Selbst bei solchen Sachen, also das ist für mich gar nicht das Problem. Ich sage nicht, dass jemand, also jemand muss nicht sein Leben lang büßen, aber die Frage ist ja doch, hat eine Person denn eine Entwicklung durchgemacht? Also hat er verstanden, was das Problem ist? Und nicht nur, jetzt kommt's. Ich kann ja durchaus verstehen, als Gil jetzt, ich kann verstehen, das war eine ziemlich blöde Aktion. Ja, und du siehst, kam nicht gut an. Das ist eine Erkenntnis, die ist gut. Aber die viel wichtigere Erkenntnis ist ja, wieso ist das passiert? Und was habe ich jetzt persönlich veranlasst, dass das nicht nochmal passiert? Ich bin ein absoluter Freund von zweiten Chancen, aber ich bin ein noch größerer Freund von aus Fehlern lernen. Und ich bin mal gespannt, also es klingt jetzt so, als würde es schon Richtung Ende gehen, das Statement. Mir fehlt ein bisschen Substanz. Also mir fehlt, was hat dazu geführt und wie schaffst du es, uns glaubhaft zu vermitteln, dass du nicht wieder lügen wirst? Danke für euren Rückhalt, aber noch mehr für eure Kritik und dass ihr weiterhin an meiner Seite seid. Die beste Form, etwas auszudrücken, aufzuarbeiten und zu heilen, ist für mich das zu tun, was ich liebe. Musik. Womit ich die Menschen berühre und was ich auch am besten kann. Deswegen möchte ich den Fokus von heute an wieder konsequent auf eine Sache legen. Auf Musik. Vielleicht auf hoffentlich bald. Das war's? Euer Gil. Okay. Das klingt übel. Ich weiß nicht. Also, und was wiederholt sie jetzt einfach wieder, ne? Genau. Und zack, ja. Okay. Machen wir mal den Spaß und gehen in die Kommentare rein. 2000 Likes für
Mariella Estella. Maria Estella. Bin sind immer ein Fan von der zweiten Chance, aber diese Entschuldigung ist einfach lächerlich. Nachdem du 3 Jahre felsenfest an einer Story festgehalten hast, die einfach erlogen hast, Kohle eingestrichen hast, um darüber in Talkshows zu reden, fällt dir jetzt ein, dass es doch eventuell nicht ganz so optimal war. Nachdem du mitverfolgt hast, wie ein Hotel samt Mitarbeiter und Familien fast im Ruin geendet wären, so ein läppisches Video. Ich. Kein einziges Wort an all jene gerichtet, die wirklich unter deinem Schmierentheater gelitten haben. Keine Ahnung, welcher Berater dir gesagt hat, dass das Video spitze ist und man so posten kann. Und die Leute sind aber auch hart. Aber es stimmt, ja. So, was schreibt mal, ist mir auch egal. Mit keinem Wort entschuldigst du dich beim Hotel oder dessen Mitarbeiter, der wegen deinen Lügen einer Hetzjagd unterlag und fast seinen Job verloren hätte. Ja, ich bin immer für zweite Chancen, aber leider hattest du unzählige davon in der Zeit vor dem Prozess. Ich glaube, wir gehen mal weiter durch. Ich glaube, da kam nicht so gut an jetzt das Ding, ne? Schwach angefangen und stark nachgelassen. Alles Gute für das Dschungelcamp 26. Oh. Ich weiß gar nicht, warum die Leute mal sagen, die Kommentarspalte im Internet sei so ein Wort voller Hass. Also für mich ist die Kommentarspalte im Internet mittlerweile ein Ort großer Freude. Hau ab, Digga. Okay, das geht kreativer. Wer oder was hält dich davon ab, Musik zu machen? Das hättest du sogar im Gefängnis gedurft, wo du nach dieser Aktion eigentlich hingehörst. Ey, das ist immer geil. Ein Knastalbum aufnehmen, immer gut. Frag Katar. Immer eine gute Geschichte. Okay, du wirst damit ziemlich sicher kein Geld mehr verdienen, aber vom Musizieren würde dich doch niemand abhalten. Wozu also noch dieses Selbstmitleidsvideo? Dieses Video kommt nur, weil das Konto leer ist. Okay, die Leute sind brutal. Also, harte Fakten, die hier, glaube ich, leider gesprochen werden. Ach du Scheiße, ist das unangenehm. Mann. Ja, ich sag mal so. Ich stimme dem zu. Also ich bin nicht ganz so hart in meinem Urteil, aber ich frage mich, was erhofft man sich davon? Also wirklich, es war, ich gebe zu, ja, war es überhaupt ein Entschuldigungsvideo? Weiß ich nicht. Was nicht drin war, waren ja jetzt wirklich das Hotel, die Mitarbeiter, all das kam nicht vor. Aber wie gesagt, mir persönlich, also jeder legt da ja den Fokus woanders, mir persönlich fehlt da einfach ganz klar dieses, das war der Fehler. Das hätte nicht passieren dürfen. Und ich habe das jetzt veranlasst, damit das nicht mehr passiert. Ja? Also ich will jetzt nicht zu viel aus meinem persönlichen Leben erzählen, aber ich glaube, jeder Mensch hat schon mal mit Enttäuschungen, war schon mal mit Enttäuschungen konfrontiert und ist da wahrscheinlich schon mal in persönliche, weiß nicht, in Beziehungen mit Freunden, Familie, irgendwas. Es gibt einfach wilde Geschichten. So. Und für mich war immer der entscheidende Faktor nicht so, entschuldige dich bei mir. So, eine Entschuldigung ist mir gar nicht so viel wert. Das ist mir für mich nicht wichtig. Ich muss wissen, was ändert sich denn jetzt ab jetzt? Was ist das Learning? Wir müssen es auch nicht auf Englisch sagen. Was hat man daraus gelernt? Und das fehlt mir hier komplett. Mir persönlich ist es am Ende aber auch scheißegal. Also ich habe die Mucke nie gehört. Der Typ war für mich eh immer, wie gesagt, immer 30% drüber. Finde es aber grundsätzlich interessant, wie natürlich so gesellschaftlich darauf reagiert wird. Mal sehen, ob ihm das jetzt irgendwas gebracht hat. Falls ihr noch irgendwelche Gedanken dazu habt, haut sie gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ach so, und wenn ihr noch was... nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat, und wenn der Terminator mir dann noch sagen könnte, irgendwie, dass ihr ein Abo dalassen sollt, dann macht das gerne mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.